Mein Name ist Klaus Heiden, ich bin Bereichsleiter für den Bereich Product Operations. Ja, Product Operations ist diese Einheit, die in Wirklichkeit die Services für unsere Kunden letztendlich produziert. Das heißt, wir sind für den Betrieb zuständig, dass die Solutions und Lösungen, die unsere Kunden bestellt haben, auch in der entsprechenden Qualität geliefert werden. Die IT-Welt dreht sich bekanntlich sehr schnell. Es ist aber trotzdem so, dass sich manche Technologien etablieren und sehr lange bleiben. Zum Beispiel, wir betreiben 6.500 Serverinstanzen und die teilt man auf in verschiedene Betriebssysteme. Das war ein Common Model, wie IT-Betreiber Services betrieben haben. Und das hinterfragt sich im Moment radikal, weil die führenden Systeme nicht mehr die Betriebssysteme sind, sondern die Applikationen. Und die Applikationen im Wesentlichen sich nicht mehr abhängig machen von den Betriebssystemen. Und mit der Containertechnologie hat sich das Arbeitsmodell insgesamt verändert. Insofern muss der Entwickler sehr, sehr eng mit dem Betrieb zusammenarbeiten und macht DevOps. Und dort ist natürlich die Veränderung jene, dass der Entwickler heute auch Betriebsverantwortung übernimmt. Ein Anspruch aus Operations-Sicht ist, noch mehr Abläufe zu standardisieren, und da geht es auch um Betriebsmodelle. Man muss es sich so vorstellen, bei einer Störung kommt die Feuerwehr und hat für jeden Haushalt einen eigenen Schlauchanschluss, der individuell angepasst ist. Das heißt, man muss sich die Schläuche raussuchen, die man braucht, um das Haus Y zu löschen. Und so ist es bei unseren Kunden. Wir haben verschiedene Betriebsmodelle. Das heißt, wir haben verschiedene Schläuche und wir müssen diese Betriebsmodelle, Tools standardisieren, dass diese Trainings, die wir auch machen, um schnell Störungen zu beheben oder Tickets zu bearbeiten, einheitlich sind, weil dann tun sie die Mitarbeiter leichter. Und es ist natürlich auch besser und einfacher, die Service-Levels einzuhalten. Und für die Kunden ist es natürlich auch besser, weil sie ein besseres Service bekommen am Ende des Tages. Der Bereich ist sehr groß und sehr vielfältig. Insofern ist es als Bereichsleiter nicht mehr möglich, dass man in jedes einzelne Teil der Betriebe reintaucht. Wir müssen natürlich über die Organisation hinweg organisieren, managen und anleiten. Das heißt, ich bin sehr stark mit meiner ersten Führungsebene abgestimmt, weil die natürlich im Alltag die ganzen Betriebe managen. Und ein Herzstück ist natürlich das Operations Center, die Orchestration, die wirklich dafür da ist, um alle Betriebe im Auge zu behalten. Insofern ist es auch für mich im Alltag eine Schlüsselstelle, wo ich sehr stark andocke. Naja, ich habe es am Anfang erwähnt, es hat sich natürlich einiges verändert. Ich bin ja eingetreten im Bundesrechenzentrum, um den Bereich Infrastruktur zu leiten. Ab 2019 habe ich eben diesen Bereich, neu etablierten Bereich Product Operations übernommen, wo es viel umfangreicher ist. Das heißt, in diesem Bereich werden auch alle kundenübergreifenden Lösungen und Solutions betrieben. Das heißt, wir sind doppelt so viele Mitarbeiter in diesem Bereich und sind weit über diese Infrastruktur hinausgewachsen, was den Bereich selber betrifft. Und das finde ich auch gut so, weil es gibt Services oder Leistungen, die dem Kunden direkt zugutekommen. Das eine sind die Solutions, das andere sind die Standardprodukte, die wir brauchen, um diese Solutions auch zu bauen. Insofern war der Anspruch damals bei dieser Frage klarerweise der Infrastrukturprovider zu sein. Heute möchte ich der Solution Provider sein. Ja. Und ich glaube, aus diesem Ziel ist einiges Neues entstanden. Ja.